Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen bei diesem Freitagnachmittag-Panel, zu dieser, glaube ich, sehr interessanten, sehr dichten Tagung, die mit sehr unterschiedlichen, wie mir vorkommt, vielfältigen, sowohl disziplinären als auch nationalen Perspektiven dem Thema Genozid zur Primetime Television, Holocaust on Television, nachgegangen ist bisher und noch morgen weiter nachgehen wird. Ich darf vor diesem Hintergrund ein Panel einführen, in dessen Zentrum Produktionen des ORF oder genau auch des Koproduktionen des ORF, des Österreichischen Rundfunks, im Zeitraum der 1960er Jahre bis 1980er Jahre stehen. Das ist sozusagen, passt ganz gut, weil wir ja hier sozusagen auch in diesem Ort uns befinden, über den wir dann jetzt im weiteren Sinn vermittelt oder weniger vermittelt sprechen werden, also über den ORF, der ja der Gastgeber dieser Konferenz ist und der zumindest in diesen Jahrzehnten, von denen wir jetzt sprechen, also den 60er bis 80er Jahren, sicher einer der bedeutendsten Geschichtserzähler und Geschichtenerzähler des Landes gewesen ist. Lassen Sie mich heute auch hier kurz sozusagen klären. Ich spreche jetzt Deutsch. Wir sprechen alle Deutsch. Es tut mir leid denen gegenüber, die jetzt vielleicht eben Gäste sind, die nicht alles verstehen, aber wahrscheinlich teilweise Deutsch verstehen können. Und ich bitte Sie dann in der Diskussion auf jeden Fall sozusagen mit Englisch wieder zu beginnen oder einzusteigen und hoffe, Sie können trotzdem etwas mitnehmen. Und die anderen begrüße ich und freue mich, dass wir sozusagen uns hoffentlich verstehen werden. Es ist so, dass diese Vorträge etwas gemeinsam haben, also nicht nur sozusagen das Objekt, diese 60er bis 80er Jahre Fernsehspiele des ORF, sondern auch die Frage nach eher widersprüchlichen Produktionen und Produktionen, die sozusagen im weitesten Sinn vielleicht nicht den konventionellen Vorstellungen von roter Welle und schwarzer Schirm, so war das Logo sozusagen des Großkoalitionären Rundfunks in Österreich entsprechen, sondern andere Bildangebote gesetzt haben in der sozusagen Verarbeitung und Bearbeitung des Themas Nationalsozialismus und aber auch Antisemitismus und Judenmord. Ja, ich möchte jetzt gleich nicht weitersprechen, sondern kann das dann vielleicht in die Fragen weiter einpacken und nicht den Vortragenden weiter die Zeit stehlen. Ich freue mich sehr, Drili Robnik begrüßen zu dürfen, zu meiner Rechten. Er wird beginnen mit den Vorträgen. Er ist Filmtheoretiker und Filmkritiker in Wien. Er hat im Wesentlichen zu dem Bereich Theorie, Ästhetik, Film und Geschichtspolitik gearbeitet und geforscht und auch zur Frage Nationalsozialismus, Krieg und kulturelles Gedächtnis am Beispiel immer des populären Films und des Bildarsenals der Primetime. Also er passt sehr gut sozusagen auch mit seinen Kompetenzen zu dem Thema heute. Er hat grundlegende Texte auch zu Inszenierungen nationalsozialistischer Vergangenheit im österreichischen Fernsehen verfasst. Oder genauer in vom ORF produzierten Fernsehfilmen. Aus diesem Kontext seiner Arbeit wird er, glaube ich, heute auch sprechen. Lassen Sie mich noch zwei Monographien von Drili Robnik nennen. Er ist Autor von Film ohne Grund, Filmtheorie, Postpolitik und Dissens bei Jacques Rancière 2010 und Autor von Geschichtsästhetik und Affektpolitik, Stauffenberg und der 20. Juli im Film. Er lehrte unter anderem an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und am Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft an der Uni Wien, ist Co-Herausgeber einer Reihe von Büchern, die ich jetzt nicht alle nennen kann, aber unter anderem eben auch zu Jacques Rancière, Siegfried Krakauer und David Cronenberg. Im Moment schließt er gerade ein großes Forschungsprojekt zur Theorie des gegenwärtigen europäischen Horrorfilms ab. Ja, der Titel seines Vortrags heißt Verstellungen, Ersetzungen und die Widersprüche der Inszenierung politischer Subjektivität in Axel Cortys ORF-Fernsehspielen über den Postnazismus. Ja, danke schön. Danke für die Einmoderation. Danke fürs Hiersein.
Axel Corti, 1933 bis 1993, ist sinnlich wie symbolisch eine schöne Stimme in Österreichs Mediengeschichte. Als Radiofeuilletonist, Fernseh- und Theatermacher, TV- und Kinoregisseur, dabei in problematischer Weise individual-authentizistischer Moralist. Hier geht es um seinen Beitrag zum Spektrum von Geschichtsbildpolitiken, Wahrheitspoetiken, Sprechpositionen und Inszenierungen von Subjektivität im Umgang mit, im Umgang von NS-Vergangenheit. Der Holocaust kommt da indirekt ins Bild über Nazismus, Postnazismus, Widerstand. Ich spreche über zwei frühe Fernsehspiele Cortis. Da ist der Fall Jägerstätter, ORF und ZDF 1971, Biografiedrama mit Zeitzeuginnen-Interviews über einen Bauern, der 1943 den Wehrdienst aus christlichen Gewissensgründen mit Verweis auf das Unrecht dieses Krieges verweigert und dafür nach einigen Verhandlungen im selben Jahr hingerichtet wird. Der Fall Jägerstätter rekonstruiert nach Zeugenaussagen und Gerichtsdokumenten die rigorose Moral des einsamen Verweigerers, setzt ein Denkmal seinem unbeirrbaren Wahrsprechen im Konflikt mit Nazismus, Konformismus, Borniertheit rund um ihn. Allerdings eine Ironie vom Typ einmal Tragödie, einmal Farce bewirkt, dass Cortis folgendes ORF-ZDF-Fernsehspiel 1973 eine weitere Österreicher Biografie im NS-Geschichtskontext ist. Noch ein Sonderling aus Oberösterreich, den Corti als unbeirrbaren inmitten von Konformität und Gerede zeigt. Ein junger Mann aus dem Innviertel heißt das Fernsehspiel über Schulzeit und Jugend Hitlers. Die Strukturanalogien laufen auf eine Kehrseitenbeziehung hinaus. Hitler, der in Wien geprägte Antisemit und Demagoge, als Kehrseite von Jägerstätter, dem Widerständler des wahren Wortes. Dr. Jägerstätter Jekyll und Mr. Hyde bzw. Hinkel, Farce und Tragödie. Doch über diese Opposition hinaus macht ein Vergleich beider Filme durchgängige Kategorien deutlich, nach denen jenes lange Zeit sinnmächtige Fernsehbild österreichischer NS-Geschichte geformt ist, für das die Chiffre Corti steht. Hier der junge Hitler und andere Ösis im Zug. Prediger habe ich durch die Lande verkündet, der Rassenantisemitismus ist vereinbar mit unserer Kirche. Ist doch Wien schier wehrlos ausgeliefert dem Gottesmördervolke. Wo man ihn spuckt, nix wie Juden. O deutsches Volk, wie tief bist du gefallen? Ach, Hochhändler, und auch du Spitz. Und was denken Sie, junger Mann? In dem Alter hat man halt noch keine großen Gedanken. Ja, woher soll er sie auch nehmen? Das Hitler-Biopic folgt der Logik des Seinen-Weg-Gehens in der Auseinandersetzung eines starken, mit sich hadernden Mannes mit seinem Milieu, zumal im Sich-Absetzen von dem, was Corti als Gerede darstellt. Gerede als etwas, das der Wahrheitsinszenierung als verachtenswert gilt, anders aber als bei Heidegger als etwas, das selbst Austragungsort eines Wahrheitsgeschehens ist. Gerede ist Ausdruck und Eindruck. Bei Hitler ist es ideologische Prägung der künftigen Führerstimme durch völkisch und christlich antisemitische Stimmen um ihn. Paradigmatisch dann später im Film die Stimmen Luegers und Schönerers. Gerade als Ein- und Ausdruck ist Gerede die auditive Seite eines Bildes von Räumen der Verstellung im doppelten Sinn. Räume, physische und soziale Milieus sind in Cortis NS-Fernsehspielen verstellt, im Sinn von zugeräumt, erdrückend in ihrer Eindrücklichkeit. Verstellt ist Milieu auch im moralischen Sinn. Sich verstellen als Heuchelei, Konformismus, auch Wichtigtuerei und Selbstverkennung bis zum völkischen Wahn. Ausdruck ist das Verstellen, wo es sich verrät. Solche Momente betont Corti stark, etwa das symptomatische »Woher soll er denn seine Gedanken nehmen?« des christlichen Antisemiten im Zug. Wahrheit findet Ausdruck in Symptomen. Aufmerksamkeit gilt dem sich verratenden Alltagsgerede als verstellter Intention samt projektierten Versprechungen und Versprechern. Nicht von ungefähr widmet Corti 3 Jahre nach dem jungen Hitler ein Biografie-Dokudrama dem jungen Freud. In Cortis physisch-moralischem Raum wird ein Individuum zum historischen Akteur,
gewinnt Spielraum für entscheidendes Handeln, indem es sich vom Verstellten absetzt. Soweit das Gemeinsame. Dann natürlich der Unterschied, ist das Absetzen Bruch, wie bei Jägerstätter, oder ein Synthetisieren kursierender Ideologeme, wie bei Hitler. Eine letzte Kategorie von Cortis Geschichtsbild. Zu Gerede und Verstellen kommt hinzu Versetzen und Projektion. Mit diesen Worten bleiben wir nah bei Freud. Projiziert werden unmögliche Blicke in der Verstelltheit der Milieus. Versetzt werden wir subjektiv in unmögliche Wahrnehmungspositionen, unmöglich im landläufigen Doppelsinn. Die Inszenierung mutet uns Points of View an, die raumphysisch unmöglich sind und moralisch-politisch unmöglich. Diese Sequenz aus dem jungen Mann aus dem Innviertel versetzt uns in den optischen Point of View des im verstellten Wien spazierenden Hitler, vollzieht dabei aber eine subtile Geste der Absetzung. Die mündet in eine Synthetisierung und Projektion, die Hitlers Wahrnehmung vollzieht und die der Film als solche zeigt. Wie das? Die Inszenierung mutet uns an, Hitlers Blick auf soziales Elend in Wien zu teilen, unterläuft dieses Hineinversetzen jedoch, indem der Point of View physisch unmöglich wird. Wo dann Hitler all seinen Sozialekel auf die Juden projiziert und im Zeichen des Davidsterns synthetisiert, da wechselt die Inszenierung ganz ins objektive Register, das die Wahrheit dieses ideologischen Akts in seiner Blöße zeigt. Hitler geht spazieren. Es gibt nur einen Kaiserstuhl, es gibt nur einen Wehren. Komm aus für aufs Kloster! Wie legt da eine aus, dass der dezent beim Arsch außer schon? Wie mach die auf? Jetzt reiß dich auf den Fetzen! Riech da! Rebonscher! Arsch! Tratovat, flikovat, letovat, tratovat. Alle Fetzen, Bana, Floschen, Hanle. Alte Fetzen! Kommt mit, Süßer! Na? No? Ein letzter Aspekt. Das Versetzen vergleichbar der psychoanalytischen Verschiebung hält in Schwebe, wo wir sind. Drinnen oder draußen gegenüber Hitlers Weltsicht. Und zeitlich, in welcher Gegenwart sind wir? Ein Film über Hitlers Jugend funktioniert über Antizipation, Vorgriff auf noch schlimmere Zukunft. Diese zeitliche Versetzung, Projektion einer uns bekannten späteren Gegenwart in die sich entfaltende frühere, ist konventionell, gilt auch für Filme über die erste Fahrt der Titanic etc. Komplexer die zeitliche Versetzung in Cortis Fall Jägerstätter. Wie gesagt, Denkmal für einen Wehrdienstverweigerer, der sein Wort gegen das der Nazis und MitläuferInnen setzt. Ohne zu bekehren, wohl aber, um seinen Märtyrerweg zum Schafott zu gehen. Die Inszenierung ist ein Musterbeispiel dafür, was Filmtheorien Blockage-Symbolik nennen. Das Bild des geraden Weges eines Individuums verstrickt sich ins Spiel von Wiederholungen und Doppelungen, mehrfach beginnen und nicht aufhören können. Die Kategorien von Cortis NS Geschichtsbild und Wahrheitspoetik. Erstens Gerede, zweitens Verstellung, drittens Versetzung. Nun in der Eröffnungs- und Schlusssequenz des Jägerstätter-Films.
Erstens, Mauern aus hässlichen Stimmen des Narzissmus, Worthülsen automatisierter Sprechakte, hier Grabrede eines Priesters und später Todesurteil eines Scharfrichters. Letzterer gespielt von Corti selbst, aber auch Alltagsgerede. Noch mehr als im Hitlerfilm kommen ZeitzeugInnen zu Wort. Jägerstädters Witwe, sein Seelsorger, Männer vom Land, die mit ihm bis zu seiner Einberufung bekannt waren. Viele von ihnen mit unschönen Stimmen und Positionen. Zweitens, Verstellung. Soziale, ideologische, mentalitäre Beengung, aus der heraus der Stellungsbefehl der Wehrmacht den Bauern den Spielraum einer Entscheidung eröffnet, die gegen ihre Zeit Zeugnis ablegt. Viele Szenen des Films sind Rededuelle. Momente des Sich-Verstellens, auch des Sich-über-sich-selbst-Täuschens seitens Jägerstädters Zeitgenossen, sowohl in der Spielhandlung als auch in Zeitzeugenreden. Schließlich verstellte Räume allerorts, Gefängnisse oder ein dicht gedrängtes Begräbnis. Und da werden wir drittens versetzt, räumlich ins offene Grab, subjektiv in die Sicht eines Toten, Projektion eines unmöglichen Blicks und zeitlich, abgesehen vom filmhistorischen Zitat aus dem Klassiker Vampyr, zeitlich sind wir so versetzt, dass wir wohl einen Moment lang nicht wissen, bei wessen Begräbnis wir hier sind und wo in der Zeit wir gerade sind, nachdem wir eben Jägerstädters Gang zum Schafott gesehen haben. Also sehen wir danach sein Begräbnis, oder? Hier Anfang und Ende von Der Fall Jägerstädter. Am 9. August 1943 wurde im Zuchthaus Brandenburg bei Berlin ein 36-jähriger Bauer, verheiratet, Vater von drei Kindern, nach § 5 der 33. Kriegssonderstrafrechtsverordnung wegen Wehrdienstverweigerung enthauptet. Er kam aus dem kleinen Dorf St. Radegund in Oberösterreich. Dieses Land hieß damals Oberdonau und war einer der sieben Donau- und Alpengaue des Großdeutschen Reiches auf dem Boden der Republik Österreich, die 1938 von der Landkarte gewischt worden war. Sein Name war Franz Jägerstädter. Das ist seine Geschichte. Liebe Angehörige, weint nicht. Tragt euren Schmerz in stolzer Trauer. Unser lieber Verstorbener ist hier in der Heimat, im Lazarett, den schweren Wunden erlegen, die ihm der Feind draußen auf dem Schlachtfeld geschlagen hat. Er ist gefallen für Führer und Volk. Und seid gewiss, der Allmächtige wird euren lieben Verstorbenen gnädig bei sich aufnehmen. Denn Gott, der Herr, liebt die Tapferen. Die Tore des Paradieses sind weit aufgetan allen jenen, die ihr Leben für ihre Heimat geopfert haben. Lasset uns beten. Vater unser, der du bist in dem Himmel, geheiliget werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Danke für alles, Franz. Und was du gekriegt hast, da reden wir noch. Nichts habe ich zu kriegen, gar nichts. Für eine Beerdigung nehmen wir kein Geld, das weißt du ohnehin. Vielen Dank, das schön. Den Harald hat erwischen müssen. Zuerst schießen sein Bruder den Haxen ab und dann er. Dabei hat er sich schon ganz gut erholt gehabt im Lazarett. Der Erste aus dem Ort wird nicht der Letzte gewesen sein. Was den Wehrmachtbericht von heute schon gehört? Bei Stalingrad, da scheint es ganz schön zuzugehen. Jetzt pass auf. Herr Hitler,
Grüß Gott. Der Jägerstädter treibt langsam zu Bund. Grüß Gott. Der bricht sich lieber die Zunge ab, bevor er Herr Liedler sagt. Wenn euch die Mutter diesen Brief vorlesen wird, ist euer Vater schon gestorben. Ich wäre gerne noch zu euch gekommen. Aber der Himmelvater hat es anders gewollt. Werdet brave und folgsame Kinder. Betet für euren Vater, damit wir uns recht bald im Himmel wiedersehen. Verzeiht mir alles, was es euch beleidigt und gekränkt hat. Von mir ist auch alles verziehen. Wie heißen Sie? Jägerstädter. Franz. Sie wurden nach § 5 der 33. Kriegssonderstrafrechtsverordnung zum Tode verurteilt. Eine Begnadigung ist nicht erfolgt. Das Urteil wird jetzt vollstreckt. Das ist überhaupt schwer, eine Meinung zu äußern. Das ist... Bitte vom Sender sagen. Vielleicht vom katholischen Standpunkt aus hat er vielleicht recht gehandelt. Ne? Hat er vielleicht richtig gehandelt. Ne? Und er war ja Katholik. Ne? Das kann man auch nicht mehr viel mehr sagen. Ne? Eben ihm. Ja, es gibt verschiedene Meinungen. Deren sagen so, deren sagen so. Da kann man gar nicht urteilen, nicht? Weil man kann nicht sagen, richtig und nicht richtig. Nicht? Das ist eine, er hat das drin gehabt im Kopf vielleicht, gell? Und das hat er halt einfach verfolgt, nicht? So bin ich der Anschauung, nicht? Und das hat er dann auch nicht mehr ausgebracht, nicht? Ich meine, hätten jeder Mensch, jeder Kinder hätte nicht mehr anders gehandelt, glaube ich. Die jungen Leute wissen dann überhaupt, die kennen die Zeit nicht, wie damals war. Die schon mal, die können auch kein Urteil sich bilden, ob Krieg oder nicht Krieg. Die denken ja ganz anders wie mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich? Nein, mein Gott. Jeder hat seine Pflicht getan, der draußen an der Front gestanden ist. Jägerstädter hat auch, dass er seinem Gewissen seine Pflicht getan. Warum, das weiß ich nicht, aber ich ist nicht in seine Sache, nicht? Ich weiß. Ich habe ihn eingerückt, nicht? Und hätte eine Waffe in die Hand genommen, weil das Vorschrift drin ist. Ja, was kann man da sagen? Das darf ich gar nicht sagen. Nein, das darf ich gar nicht sagen. Na, am Ganzen hat er eigentlich nicht recht gehabt, weil wenn wir alle so da gemacht hätten, dann muss was noch. Ein Vaterland muss verteidigt werden, nicht? Corti ist nicht Hitchcock, aber sein Cameo in seinem Film ist sinnig. Er spricht die Urteilsformel, die direkt zu Jägerstädters Enthauptung führt. Allerdings, als Entkörperlichung ist die Enthauptung fast eine Freisetzung, weil sie ein körperloses Wort umgehen und nachwirken lässt. Das mag als Geistern einer Art von Vampir erscheinen oder als antizipierte Seligsprechung. Aber folgen wir Cortis Kategorien. Er setzt Versetzung, Verstellung und Gerede so ein, dass ein Justizmordopfer rehabilitiert wird und Jägerstädter bildmächtig in die Gegenwart wirkt. Zu Beginn spricht Corti den nüchternen Off-Kommentar zum Gang zum Schafott. Als der Gang sich am Ende wiederholt, ist die Stimme im Off die von Jägerstädter im rührenden Abschiedsbrief an seine Familie. Gleich darauf Cortis Stimme im On des Bildes, als destruktive Form von Gerede, als Automatismus eines formellen Todesurteils. Corti verfügt Enthauptung und ist zugleich der, der Jägerstädter im Fernsehstil von damals als Talking Head inszeniert und so die Enthauptung auf Dauer stellt. Die Aufmerksamkeit der Close-ups auf Gesichter macht augenfällig, wie sehr 1943 und 1971 einander ähneln, wie viele Hitlerbärtchen und Himmlerfrisuren unter den ländlichen Zeitzeugen von 1971 sind.
Sie reden wie damals von Pflicht und Vaterland und sehen auch noch so aus. Das macht es umso sinnträchtiger, mindestens einen, vermutlich mehrere von Ihnen, in die Trauergemeinde beim Begräbnis zu Beginn zu stellen. Die Szene ist zeitlich versetzt, sowohl weil sie den Sprung zurück vor Jägerstädters Einberufung implizit hält und nahelegt, dies sei Jägerstädters Begräbnis, als auch, weil die Szene ZeitzeugInnen von heute am Grab versammelt, wo sie die alten Generation der ZeitgenossInnen von damals verkörpern. Die Szene ist verstellt, gibt sich kurz als etwas aus, das sie nicht zeigt, und sie ist vollgestellt mit Leuten, zumal Gesichtern, die nun einen wundersamen Moment lang an Jägerstädters Grab trauern, zu salbungsvollem Gerede, das diesen Moment lang ihm zu gelten scheint. Gegen den Willen der Leute, sowohl der Dorfbewohner von heute, die ihn moralisch verurteilen, als wohl auch der Dorfbewohner von damals, die sie verkörpern, versammelt Corti sie zu einer nachgeholten Ehrbezeugung für den Enthaupteten. Schlusswort, was aus ihnen wurde. 1986 beendet Corti mit der Fernseh-Kino-Amphibie Welcome in Vienna Georg Stefan Trollers Autobiografie über die Flucht eines jungen Juden aus Wien 1938 und Rückkehr in US-Uniform 1945. Hier kulminiert im audiovisuellen Terrain von Verstellung und Gerede Cortis Gestus der Selbstabbildung. Im Weichbild des unbeirrbaren Einzelgängers allegorisiert er sich als rigoros moralisierendes, authentizitätsbesorgtes Künstlerindividuum. Das Desinteresse für kollektive Formen von Antinazismus ist wohl kaum spezifisch für Corti. Spezifisch aber scheint, wie sehr sein Film über Franz Jägerstädters Hadern mit der Verlockung des Sich-Arrangierens zusammenfällt mit Höhepunkten von Cortis Nebenkarriere, in der er sich nicht treu bleibt. Als Fernsehshow- und Werbespot-Regisseur, zumal 1971 für die Schuhfirma Humanik, den anderen Franz. Corti in Österreich zwischen 1971 und 1986, das heißt Corti als Parallelfigur zu Kreisky, als Medienmandarin und pastoraler Modernisierungskanzler, beides Wissensautoritäten, die Österreich wachrütteln. Heißt aber auch formlose Zeitzeugenrede im Dialekt als Stimmen im sozialdemokratischen Staatsfernsehen, das mitunter zum Raum mehrstimmigen Disputs und der Einbezug nichtbürgerlicher Akteure wird. Auf Kreisky folgte Franz, nämlich Franitzky, mit Reden über österreichische Schuld im Anschluss an Waldheims symptomhaftes Gerede von Pflicht. Dem entgegen wiederum zeitgleich Corti in Stellung ging, mit dem Exporterfolg von Welcome in Vienna als Vertreter eines anderen, wahrheitsfähigen Österreich. Noch etwas später wurde das Erbe von Cortis Alltagsmenschen, die ihr Ressentiment aussprechen, von Spiras ORF-Alltagsgeschichten und krasseren Reality-Formaten angetreten. In Sachen alte Männer auf dem Land, die ihren Hang zur Nazi-Tradition offenherzig in die Kamera sprechen, ist heute wohl Seidel Cortis Erbe. Haneke hingegen ist es, was die Rolle als Mandarin, Moralist und kosmopolitischer Filmliterat zwischen Wien und Paris betrifft. Auch die Fernsehbildpolitik gewagter Einfühlung in den Nazi setzt sich fort, aber ohne Ideologiekritik, im Zeichen nicht der Sorge um Unbeirrbarkeit, sondern bei Guido Knopp im Sensualismus universalisierter Opferschaft. Kokett aber auch im Mitfahren im Täterpanzer, Wulf Kahnsteiner weist darauf hin. Und zuletzt bei Unsere Mütter, Unsere Väter in Hardboiled, Dirty Lanzer-Romantik für verrückte Boys und Girls im Vernichtungskrieg, wo ein bisschen Schuld für tragische Tiefe sorgt, und eine Erzählung, die an den täglichen Status-Check unter Facebook-Freunden erinnert, für Kontinuität. Jägerstädter-Darsteller Kurt Weinzierl fand später seine Lebensrolle als Präsident Pilch in der Serie Kottan ermittelt. Die Seligsprechung von Jägerstädter 2007 überlebte sein Darsteller um ein Jahr. Am 18. Oktober 2008 um 13.15 Uhr zeigte ORF 2 zum bislang vermutlich letzten Mal den Fall Jägerstädter in Memoriam Kurt Weinzierl. Auch da kam es zu Verstellungen und Versetzungen zwischen Tragik und der Farce von faschistischem Gerede. Das ORF-Begräbnis des Seligen folgte an diesem Samstag 2008 direkt auf die ORF-Live-Übertragung des Klagenfurter Trauerakts für einen unbeirrbaren Nazi-Heiligen, der einen Tag nach Weinzierl verstorben war. Als Kehrseite zu Dr. Jägerstädter, wenn schon nicht Mr. Hyde, so immerhin Jörg Haider. Danke. Ja, vielen Dank für deinen Vortrag, Trilli. Wir kommen jetzt oder wir blicken jetzt gemeinsam mit den nächsten beiden Vortragenden nochmal versetzt zurück, sozusagen von den 70er und 80er Jahren
zurück in die 60er Jahre, also in das frühe Jahrzehnt des österreichischen Fernsehens. Und ich freue mich, Ihnen Eva Weibel ankündigen zu dürfen. Sie studierte Theater, Film und Medienwissenschaften an der Universität Wien und an der Humboldt-Universität Berlin. Sie arbeitet seit vielen Jahren konzeptionell im Bereich Theater und Kunst als Dramaturgin und Projektleiterin und war 2013 Junior Fellow am Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien. Sie arbeitet derzeit und hat auch schon publiziert in diesem Bereich an ihrer Dissertation zum Thema Austrofaschismus, Nationalsozialismus und Holocaust im postnazistischen Theater. Geschichtspolitik und kulturelle Praxis 1955 bis 1970 an der Universität Wien. Der Titel Ihres Vortrags heute: Ich habe die Schlote gesehen und trotzdem mit Ihnen gesoffen. Zitat: Die Thematisierung des Judenmordes im frühen österreichischen Fernsehspiel. Bitte. Moment. Genau, das sollte eigentlich vermieden werden. So, jetzt aber vielen Dank für die Einführung. Das Genre Fernsehspiel zählt zu den ältesten, kostenaufwendigsten und aufmerksamkeitswirksamsten Fernsehformaten des österreichischen Fernsehens in den ersten 15 Jahren seines Bestehens. In diesem Zeitraum ist die Anzahl jener zeitkritischen Fernsehspiele, die sich mit Nationalsozialismus und oder Holocaust auseinandersetzen, zahlenmäßig vergleichsweise rar. Dazu eine kleine Zeittafel. Von den rund 220 Eigen- und Co-Produktionen des ORF zwischen 1955 und 1970 konnte ich lediglich 9 vom ORF produzierte oder co-produzierte Fernsehspiele eruieren, die sich dezidiert mit Nationalsozialismus und oder Holocaust auseinandersetzen. Die Gründe für diese untergeordnete Rolle sind sowohl im reaktionären Klima der 1950er und 60er Jahre zu suchen, als auch im Parteieneinfluss der Großen Koalition und der mangelnden Zusammenarbeit des ORF mit zeitgenössischen AutorInnen. Mitte der 1960er Jahre kommt es dennoch zu einer verhältnismäßigen Verdichtung von Eigenproduktionen, die sich diesen Tabus der Zweiten Republik widmen. Maßgeblich verantwortlich für die Programmierung und Gestaltung der Fernsehspiele in diesem Zeitraum ist Erich Neuberg, der bis 1967 Oberspielleiter und Chef der Fernsehspielabteilung ist. In Neubergs Amtszeit fallen so zum Beispiel der Herr Karl von Karl Merz und Helmut Qualtinger und der Himbeerpflücker von Fritz Hochwälder. Bei beiden Produktionen führt Neuberg ebenfalls Regie. Evelyn Itkin stellt in ihrer Dissertation zu Neuberg fest, dass Neubergs Bemühen um diese beiden Produktionen, den Herrn Karl und den Himbeerpflücker, außerordentlich ist. Er mit den Autoren Merz, Qualtinger und Hochwälder versucht, relativ arrivierte Autoren für das Fernsehen zu gewinnen. Im Fall des Herrn Karl gibt er den Stückauftrag, ein Novum für den ORF. Und im Fall des Himbeerpflückers macht der Hochwälder besondere Zugeständnisse hinsichtlich der Besetzung, da das Stück ursprünglich als Theaterproduktion geplant war. Während Gerald Schiskowitz, der spätere Leiter der Fernsehspielabteilung, Neubergs Annäherung an zeitkritische Themen rückblickend als untypisch für dessen Fernseharbeit bezeichnet, erkennt der Regisseur Wolfgang Lesowski in Neubergs Programmgestaltung durchaus bewusst gesetzte aufklärerische Akzente. Dazu ein Zitat. Ich meine, dass man Neubergs Spielplan außerordentliche edukative Absichten unterstellen kann, dass er nämlich darauf ausgerichtet war, bestimmte kulturelle, gesellschaftliche und politische Ideen und Ideale zu transportieren. Neuberg war ein glühender Antifaschist. Bedenkt man das eklatante Ausbleiben jeglicher Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit in Österreich, so erhält seine ganz bewusst gesetzte Arbeit einen unerhörten Stellenwert. Zitat Ende. Im Folgenden werde ich auf 5 dieser Fernsehspiele sehr kurz eingehen, um damit auch einen kleinen Überblick über das frühe österreichische Fernsehspiel zu geben. Eine erste Gegenüberstellung der beiden Fernsehspiele, der Herr Karl, oben im Bild, und des Bockerer unten im Bild, bringt sehr unterschiedliche Zugänge zum Vorschein, aber auch einige Gemeinsamkeiten. Der Herr Karl und der Bockerer sind zwei Kleinbürger, die nicht nur den gleichen Vornamen teilen, Karl,
sondern darüber hinaus derselben Generation und sozialen gesellschaftlichen Schicht angehören, dem Wiener Kleinbürgertum. Doch während nationalsozialistische Ideologie und Terrorregime bei dem einen, dem Bockerer, an dessen scheinbarer Naivität und unbeugsamem Eigensinn scheitern, Zitat, Jud hin, Jud her, vollblütig oder blutarm, das ist mir ganz wurscht, Zitat Ende, wechselt der andere, der Herr Karl, ebenfalls scheinbar naiv, wie ein Falter die politischen Gruppierungen und erscheint als eigennütziger, reueloser Opportunist und Mitläufer. Trotz seiner aktiven Beteiligung als Täter an den sogenannten Reibpartien in Wien 1938 bezeichnet er sich selbst rückblickend als ein Opfer des Nationalsozialismus und der Nachkriegsjustiz. Zitat: Ich habe nur einen Juden geführt, ich war ein Opfer, andere sind reich worden, ich war Idealist. Zitat Ende. Trotz der unterschiedlichen ästhetischen und inhaltlichen Zugangsweisen zum Thema weisen beide Produktionen Gemeinsamkeiten hinsichtlich ihrer zentralen Narrative auf, die damit auch den Anfang der 1960er Jahre noch dominanten Opfermythos in Österreich dekonstruieren. Dies äußert sich zum Beispiel in der dargestellten oder erzählten Begeisterung der Charaktere für den sogenannten Anschluss. Dazu ein kurzer, wenn auch sehr bekannter Ausschnitt aus dem Herrn Karl. Dann ist eh schon der Hitler gekommen. Ja, das war ein Jubel, eine Begeisterung, wie man es sich überhaupt nicht vorstellen kann, nach diesen furchtbaren Jahren, nach diesen traurigen Jahren. Ne? Der Wiener hat endlich einmal eine Freude gehabt wieder. Ne? Ein Hetz, man hat was gesehen. Können Sie sich gar nicht vorstellen. Wann sind Sie geboren? 38. Na ja, wir sind gestanden am Heldenplatz, am Ring. Unübersehbar waren wir. Man hat gefühlt, man ist unter sich. Und es war wie bei einem Hering. Es war wie ein riesiger Hering, aber feierlich, ein Taumel. Und darum sind sie ja 38 geboren worden. Dezember, habe ich mir gedacht. Ja. Naja, da sind sie einmarschierte Deutschen mit klingendem Spiel. Nicht? Die Polizisten sind gestanden mit den Hakenkreuzbinden. Fesch, furchtbar, furchtbar. Ein Verbrechen, wie man diese gutgläubigen Menschen in die Irre geführt hat. Führer hat geführt. Gerade diese Widersprüchlichkeit am Ende dieses Ausschnitts zeigt nochmal diese Konstruktion des österreichischen Opfermythos, der sich auch in der Bevölkerung durchgesetzt hat. Also Herr Karl ist sich hier sehr klar bewusst, was er sagen darf und was er nicht sagen darf, dann immer wieder. Ein weiteres zentrales Motiv sind die sogenannten Reibpartien, bei denen Jüdinnen und Juden an demütigenden öffentlichen Abwaschen pro-österreichische Slogans gezwungen wurden. In beiden Fernsehspielen, sowie ebenfalls in einem dritten Fernsehspiel, das in Wien verortet ist, wird darüber zumindest berichtet. Im Bockerer ist ursprünglich im Text eine Szene vorgesehen, die diese Reihpartie auch darstellt. Die wurde allerdings 1963 ersatzlos gestrichen und nicht verfilmt. Allerdings wird im Bockerer, und das ist ein wesentlicher Unterschied zum Herrn Karl, die industrielle Massenliquidation von Jüdinnen thematisiert und mit einem zentralen österreichischen Nazi-Verbrecher in Verbindung gebracht. Ups. Pardon. Zitat. Auf den können wir stolz, Zitat eines SS-Mitgliedes. Auf den können wir stolz sein, mir in der Ostmark, auf dem Kaltenbrunner, ein Liquidationsgenie, Liquidation der verdächtigen Elemente im besetzten Gebiet. Russen, Polen, Juden, die ganzen Viecher mit einem Wort. Die Viecher, die Untermenschen, werden einmal eingepfercht in den Wagen. Ist einmal die Tür zu und der Motor fängt zu rennen an, strömt automatisch Gas in das hermetisch abgeschlossene Innere des Wagens. Automatisch. Dulli, was? Zitat Ende. Im Gegensatz zum Herrn Karl wird im Bockerer auch über Konzentrationslager berichtet. Ein Thema, das der Herr Karl, wie generell die Ermordung von 6 Millionen Jüdinnen, völlig ausklammert. Allerdings, und dies scheint wesentlich, wird im Bockerer nicht die Ermordung von Jüdinnen im Konzentrationslager thematisiert, sondern namentlich das Konzentrationslager Dachau nur mit der Ermordung politischer Opfer in Verbindung gebracht. Die unterschiedlichen Reaktionen auf die beiden Fernsehspiele verdeutlichen, dass nicht die Auseinandersetzung mit Tabuthemen und die Dekonstruktion von dominanten Geschichtsnarrativen per se ausschlaggebend für Ablehnung oder Zustimmung zu einer Produktion sind. Die Möglichkeit der positiven Subjektidentifikation mit der Figur des Bockerer, eines, Zitat aus der Arbeiterzeitung,
Wieners von Grund, wie er im Büchel steht, mit einer gesunden Portion Mutterwitz und ebenso viel Hausverstand, Zitat Ende, steht im krassen Gegensatz zu der Wahrnehmung und in der Folge Ablehnung des Herrn Karl. Die Erstausstrahlung am 15. November 1961 vom Herrn Karl wird zum landesweiten Skandal, der sich vor allem auf die Darstellung eines Durchschnittsösterreichers als Mitläufer und Täter begründet. Dazu schreibt Hans Weigel in der Wiener Kronenzeitung 1961, Zitat, man hatte einem bestimmten Typus auf die Zehen treten wollen und eine ganze Nation schrie auf. Zitat Ende. Fernsehdirektor Gerhard Freund erklärte in einer Stellungnahme, dass eine Generalisierung nicht beabsichtigt gewesen sei, betont jedoch auch, dass es sich beim Herrn Karl um eine, Zitat, bewusst negative Zusammenfassung, Zitat Ende, der Begebenheiten handle. Erst die Theaterinszenierung vom Herrn Karl Ende 1961, wieder in der Regie von Erich Neuberg und wieder mit Qualtinger in der Hauptrolle, wird schließlich zum Erfolg und verhilft der Produktion auch über Österreichs Grenzen hinaus zum Erfolg. Die wohlwollend aufgenommene Version des Bockerers im Gegensatz dazu von 1963 ist heute völlig in Vergessenheit geraten. Dies liegt andererseits jedoch auch daran, dass der Bockerer 1981 neu verfilmt wurde mit Karl Merkatz in der Titelrolle und diese Version ist heute wesentlich bekannter. Interessanterweise ist dort die Szene mit der Reitpartie wieder aufgenommen. Ein weiteres interessantes Gegensatzpaar, der Himbeerpflücker und der Befehl. Beide geschrieben von Fritz Hochwälder, beide in der Regie, zumindest teilweise von Erich Neuberg, beziehungsweise der Befehl wurde schlussendlich von Edwin Sponeck verantwortet und umgesetzt. In beiden Fällen sind für den Autor Hochwälder reale historische Ereignisse Ausgangspunkt der fiktionalisierten Fernsehspiele. Im Himbeerpflücker bezieht sich der Stücktitel auf das sogenannte Himbeerpflückerkommando. Gemeint ist damit jenes Arbeitskommando arbeitsunfähiger und kranker Häftlinge des Konzentrationslagers Mauthausen, die im Sommer 1942 und 1943 beim Sammeln von Himbeeren liquidiert wurden. Im Befehl wiederum bezieht sich Hochwälder unter anderem auf den Fall Karl Silberbauer, jenes österreichischen Polizisten, der 1944 Anne Frank und ihre Familie in Amsterdam verhaftete und der mit dem Argument des Befehlsnotstandes Mitte der 60er Jahre in Wien freigesprochen wurde. Das reale Ereignis im Befehl wird jedoch von Hochwälder so fiktionalisiert, dass es sich bei dem Opfer, einem jungen Mädchen namens Ansie, nicht mehr um ein jüdisches, sondern um ein politisches Opfer handelt. Obwohl Hochwälder im Himbeerpflücker mit der titelgebenden Figur deutlich auf reale NS-Verbrechen hinweist, zielt das Stück insgesamt auf die Thematisierung der nationalsozialistischen Ideologie in der postnazistischen österreichischen Gesellschaft ab. Der Fokus der Komödie liegt dementsprechend nicht auf den titelgebenden NS-Verbrecher, sondern auf der, Zitat Hochwälder, unbekümmert fröhlich Urständ feiernden Nazi-Gesinnung in der Zweiten Republik. Zitat Ende. Unter den Protagonisten befindet sich unter anderem ein Bürgermeister, dargestellt wieder von Helmut Qualtinger, der mit gestohlenem Zahngold den Bau seines Gasthofes finanziert hat, ein Polizist, der an der Ermordung der Jüdinnen von Wilna beteiligt war und ein Arzt, der als Experte für Euthanasie galt. Durch das Aufzeigen des weithin vorhandenen Antisemitismus und des Fehlens jeglicher Reue und Schuldgefühle stellt auch Hochwälder hier bewusst, bereits Mitte der 1960er Jahre, das dominante österreichische Geschichtsbild des ersten Opfers Nazi-Deutschlands in Frage und wirft gleichzeitig das Thema der Nachkriegsjustiz auf. Die ungebrochene nationalsozialistische Gesinnung der DorfbewohnerInnen äußert sich in Parolen, Liedern, antisemitischen Ressentiments und Holocaust-Verharmlosungen und wird durch nationalsozialistische Gesten und Musik untermauert. Allerdings, mit den Mitteln der Satire und der Parodie werden genau jene Parolen und Treuebekundungen immer wieder filmisch ins Lächerliche gezogen. Dazu wieder ein kurzer Ausschnitt. Wenn der Hitler den Krieg nicht verloren hätte, wäre er heute noch mein Führer. Ich kann es ihm nicht verzeihen. Das war sein einziger Fehler. Heil, mein Führer! Die Fahne hoch, die Reihe... Der Chef ist schlecht! Fräulein Sieglinde! Fräulein Sieglinde! Mit ruhig festem Tritt... Aber Herr Chef! Nix, es ist alles gesagt worden, restlos, ich geh. Ich brauch keine Stütze, ich geh. Die Straße frei! Genau. Ist aber
marschiert, zog ein Regiment von Hitler in das kleine Städtchen ein. Sieg heil, die Gespenst! Auch hier agiert der Schauspieler Helmut Qualtinger in der Rolle des Mitläufers und Profiteurs im nationalsozialistischen System und eignet sich dementsprechend, ebenso wie seine Kameraden, wenig zur Subjektidentifikation für das Fernsehpublikum. Die unterschiedlichen Facetten des nationalsozialistischen Vernichtungsapparates werden zwar thematisch angeschnitten, jedoch wird auch hier die Opfergruppe der JüdInnen nur peripher thematisiert. Der Befehl andererseits verzichtet durch die bereits angesprochene Verlagerung vom jüdischen zum politischen Opfer beinahe vollständig auf die direkte Thematisierung des Holocausts. Lediglich in einer Szene von 1,5 Minuten wird das brutale Vorgehen österreichischer Feldpolizisten in den Niederlanden thematisiert. In einem Selbstgespräch des Protagonisten erinnert sich dieser an die Deportation von Jüdinnen in Amsterdam 1944. Zitat: Und wie wir die Jodenbretstraat abgeriegelt und die Stinkjuden einen nach den anderen ins Lastauto befördert haben, zum Abtransport nach Mauthausen. Bist du nicht durch die Reihen wie ein Wilder und hast mit dem Gummiknüppel hingehaut, blindlings, nach links und rechts? Man hat uns strikt befohlen, schneidiges Vorgehen, schlagen, treten. Gib zu, du hast einfach Schiss gehabt, nicht brutal genug zu sein. Das war's. Zitat Ende. Bezeichnend ist, dass hier trotz der Reue des Protagonisten, die ihn schließlich auch in den Selbstmord treibt, immer wieder mit dem Element des Befehlsnotstandes und der ihn motivierenden Angst argumentiert wird. Das ist also der klare Unterschied zwischen dem Befehl und dem Himbeerpflücker, dass hier eigentlich eine Subjektidentifikation für das Publikum auch möglich ist. Die Reaktionen auf die Verfilmung von Hochwelders Befehl, der als Teil der Eurovisionsreihe das größte Theater der Welt in ganz Europa ausgestrahlt werden sollte, waren gespalten. Während das Fernsehspiel in Paris, London, Zürich und Wien recht positiv rezipiert wurde, boykottierten die Niederlande die Ausstrahlung des Befehls von Anfang an mit dem Argument, Zitat, sie hätten eine andere Auffassung von den Nazitaten im eigenen Land. Zitat Ende. Auch die Sender in den skandinavischen Ländern, mit Ausnahme Finnlands, und vor allem das deutsche Fernsehen sagten schließlich die Ausstrahlung ab. Kommen wir zum letzten Beispiel. Die Flucht von Ernst Waldbrunn und Lida Wieniewicz, das im Gegensatz zum Befehl 1966 vom Publikum und Presse bejubelt wurde. Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart nannte die Flucht 1980 noch das neben dem Herrn Karl, Zitat, wohl gelungenste Exempel dramatischer Vergangenheitsbewältigung auf der österreichischen Szene seit 1945, Zitat Ende. Der Text basiert mit Ausnahme des fiktionalen Schlusses auf den autobiografischen Ereignissen des Schauspielers Waldbrunn, der auch selbst die Hauptrolle spielt. Im Gegensatz zu den anderen Fernsehspielproduktionen in dieser Zeit steht damit ein jüdischer Protagonist im Zentrum der Handlung. Die dargestellten Stationen im Leben von Waldbrunns alter Ego, des Schauspielers Karl Anton Winter, thematisieren die Nürnberger Rassengesetze und ihre unmittelbaren Auswirkungen auf Jüdinnen in Form von Berufsverbot, Einteilung zum Arbeitsdienst und Deportation in Konzentrationslager, aus welchen dem Protagonisten Winter schließlich die Flucht gelingt. Einer dieser Stationen des Textes ist ein Engagement des Schauspielers Winter im Theater in Gleiwitz 1944. Dort wird er nicht nur der Saufkumpane von Gauleiter Dr. Kranz, hier rechts im Bild, dargestellt von Albert Lieven, der namentlich jedoch nie genannt wird, sondern er wird auch genötigt, als Schauspieler vor der Lagermannschaft im Konzentrationslager Auschwitz aufzutreten. Dort wird er Zeuge der unmenschlichen Lagerbedingungen und von den Essgewaltverbrechen. Rückblickend erinnert er sich nach 1945 in einem Gespräch mit dem Gauleiter daran wie folgt, oder es kommt zu dieser Auseinandersetzung. Winter, ich habe den Rauch gesehen, ich habe die Schlote gesehen und mit ihnen gesoffen. Ihre Morde sind meine Morde. Kranz. Sie haben mit mir gesoffen, Herr Winter, trotzdem Sie der Ansicht waren, dass im Lager Verbrechen geschehen. Ich war nicht dieser Ansicht. Winter, sarkastisch. Es ist eine Frage des Maßstabs. Kranz. Sonst nichts. Dieses Hühnchen zum Beispiel, oder besser gesagt, die Knochen dieses Hühnchens, lasten die vielleicht auf Ihrer Seele? Winter, verständnislos, ich weiß nicht. Darauf Kranz. Mann,
Ich versuche Ihnen klarzumachen, wieso ich schlafen kann, ohne Albträume zu haben. Winter, wieso? Kranz, es waren keine Menschen. Es waren Zwischenformen. Menschen, Tiere. Tiere. Und das ändert alles. Winter, Sie sind ein Monstrum. Es ist bezeichnend, dass in diesem Stück aber auch Winter, trotzdem er ein jüdisches Opfer ist, ein österreichisches Opfer ist und die Täter durchgängig deutsche Täter und TäterInnen sind. Und dass die eigentlichen Gräueltaten, die Winter selbst erfährt oder die er bezeugt, nicht in Österreich stattfinden, sondern im Generalgouvernement Polen. Damit widerspricht es eigentlich auch nicht der Opferposition Österreichs und wurde zuerst sehr erfolgreich und positiv aufgenommen. Ein langfristiger Erfolg des Fernsehspiels Die Flucht oder auch seiner Theaterfassung blieb jedoch aus. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Schwerpunkt zeitkritischer Fernsehspielproduktionen des ORF in den ersten 15 Jahren in der Regel auf dem Aufzeigen von TäterInnen und MittäterInnenschaft von ÖsterreicherInnen an NS-Verbrechen liegt, beziehungsweise auf der Beleuchtung des Weiterwirkens nationalsozialistischer Ideologie im postnazistischen Österreich. Langfristig erfolgreich, wenn man sich diese Beispiele doch ansieht, sind nur die Komödien oder die Satiren. Die ernsten Fernsehspiele können sich schließlich nicht durchsetzen. Das wäre auch ein interessanter Diskussionspunkt für später. Interessant auch, dass sich hier Verknüpfungen zwischen den inhaltlichen Schwerpunktsetzungen feststellen lassen und der an der Produktion beteiligten Personen. Zu nennen sind hier zum Beispiel Helmut Qualtinger, der in 3 Produktionen als Schauspieler oder Autor mitwirkt. Albert Lieven, der in 2 Spielen eine zentrale Rolle spielt. Fritz Hochwälder und Ulrich Becher, die jeweils 2 Texte verfasst haben. Und nicht zuletzt Erich Neuberg, der für die Programmgestaltung bis 1967 zuständig ist und in 4 Fernsehspielen Regie führt. Allerdings, und das darf nicht außer Acht gelassen werden, handelt es sich hier nur um 9 von rund 220 Fernsehspielen in 15 Jahren und damit um eine verschwindend kleine Anzahl zeitkritischer Stücke. Und selbst in diesen Ausnahmefällen spielen jüdische Personen und deren Schicksale, insbesondere Deportationen und Ermordungen in Konzentrationslagern, nur eine periphere Rolle. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir kommen jetzt zu dem Beitrag und Vortrag von René Winter. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Sie forscht seit vielen Jahren zur medialen Nachgeschichte des Nationalsozialismus, zu Migration, Medientheorie und Mediengeschichte im Fokus von Postkolonialismus und Geschlecht. René Winter lehrt am Institut für Zeitgeschichte an der Universität Wien und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der österreichischen Mediathek, eines der größten audiovisuellen Archive für diejenigen, die nicht aus Wien sind, des Landes, das dem Technischen Museum zugeordnet ist. 2011 war sie Junior Visiting Fellow am IGRS, University of London, und kürzlich, also ebenfalls 2014, wurde sie mit dem Irma-Rosenberg-Preis für die Erforschung der Geschichte des Nationalsozialismus ausgezeichnet. Die Monographie Geschichtspolitiken und Fernsehen, Repräsentationen des Nationalsozialismus im frühen österreichischen TV kann jetzt schon als grundlegendes Werk zur Mediengeschichte der Zweiten Republik bezeichnet werden. René Winter ist gemeinsam mit Vida Bakondi auch Autorin des Buches »Nicht alle Weißen schießen – Afrika-Repräsentationen in Österreich der 1950er Jahre im Kontext von Postkolonialismus und Postnationalsozialismus« aus dem Jahr 2007 und sie ist Co-Herausgeberin des Bandes »Viel Glück – Migration heute – Wien, Belgrad, Zagreb, Istanbul« aus 2010. Der Vortrag heute heißt »Sich einmischen an der schönen blauen Donau«. Sich einmischen, Auslotungen von Handlungsmöglichkeiten gegenüber antisemitischen Verbrechen in »An der schönen blauen Donau«, eine Koproduktion von ORF und NDR aus 1965. Ja, danke für diese ausführliche Vorstellung.
Ja, ich möchte mit etwas Aktuellem beginnen, also jetzt nicht direkt aus den 1960er Jahren, über die ich dann, also zu denen ich dann gleich kommen werde, sondern auch, weil wir uns jetzt hier im schönen Funkhaus des ORF befinden, ein Zitat voranstellen von Hugo Portisch, der die Geschichtsperspektiven des österreichischen Fernsehens seit mindestens 30 Jahren in hohem Maße prägt. Das Zitat ist aus einem Gespräch und ich lese jetzt zuerst das Zitat vor. In der Ersten Republik war nur Streit. Einer hat dem anderen das Lebensrecht abgesprochen. Meine Idee ist die richtige, deine ist die falsche. Also es war ein totaler Streit. Es war Bürgerkrieg, es war Naziputsch. Und jetzt alles, das hat man hinter sich gebracht mit dieser schrecklichen Erfahrung der Hitlergruppen, der Diktatur und des Krieges. Und die haben alle gelernt gehabt, die haben gesagt, nie wieder. Wir dürfen uns nie wieder zerstreiten. Wir müssen einander schätzen und wir müssen miteinander auskommen. Das ist jetzt ein Zitat aus dem Jahr 2013, anlässlich eines Gespräches mit Alexander Brabetz zur Neuaufnahme der 30 Jahre alten Fernsehdokumentationsreihe Österreich 2. Das Nie wieder gilt in Portischs Geschichtsverständnis und dieser Argumentation nicht dem Faschismus, nicht dem Nazismus und nicht dem Holocaust, sondern dem Streit. Anachronistisch anmutend wird hier eine Rückkehr zu einem großkoalitionären, konsensorientierten Geschichtsbild verfolgt, das einer dominanten Geschichtsperspektive, und jetzt kommen wir zu den 1960er Jahren, der österreichischen Nachkriegszeit und des frühen österreichischen Fernsehens entspricht. Und das auch den Rahmen des Fernsehspiels darstellt, um das es jetzt hier gehen soll. Fernsehspiele, so möchte ich argumentieren, boten im frühen österreichischen Fernsehen einen Raum für Geschichtsperspektiven, die in eigenproduzierten dokumentarischen Formaten marginalisiert bis inexistent waren. Das frühe dokumentarische Geschichtsfernsehen, mit dem ich mich eben vor allem beschäftigt habe, war dominiert von einer großkoalitionären Geschichtsversion über die Zeit des Nationalsozialismus und einem paternalistisch-nationalistischen und patriotischen Gestus. Dominante Zugänge zum Nationalsozialismus im frühen österreichischen TV bildeten Sendungen zu ausgewählten Jahrestagen, die zudem formal wenig experimentierten. Eine männliche Voice-Over-Stimme sprach einen Kommentar über einen Zusammenschnitt von Archivfilmen, Fotos und abgefilmten Dokumenten. Teilweise trat ein zentraler, frontal zum Publikum sprechender Geschichtenerzähler und männlicher Experte auf. Originaltonaufnahmen wurden vor allem zur Unterstreichung der Authentizität der Geschichtserzählung herangezogen. Teilweise war auch anderes möglich. So wurde beispielsweise 1964 in Kooperation mit dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes eine Schulfernsehsendung produziert, die nahezu ausschließlich auf Interviews mit ZeitzeugInnen basierte. Und dieses dokumentarische Fernsehen stand noch einmal also in einem Rahmen eben von Fernsehspielen und von auch kabarettistischen Sendungen, die hier anderes thematisiert haben. Das Fernsehspiel, über das ich sprechen möchte, fällt aus diesem, also eben was ich untersucht habe, dem österreichischen Geschichtsfernsehen in mehrfacher Hinsicht heraus. Erstens entzieht es sich als sogenanntes Dokumentarspiel der Einteilung in dokumentarisch und fiktional, was auch in der Rezeption in der zeitgenössischen merkbar ist. Zweitens behandelt es das Jahr 1934, also eines, um das im Geschichtsfernsehen der 60er Jahre im Gegensatz zur Zeit des Nationalsozialismus eher ein großer Bogen gemacht wird, um die großkoalitionäre Konzentration Politik nicht zu gefährden. Und drittens wurde es im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks produziert, mit aber nahezu 100%ig österreichischen Akteurinnen auf allen Ebenen. Es hat somit auch eine gewisse Nähe zu denjenigen Dokumentarspielen, die eben von ORF und ZDF als Koproduktionen hergestellt wurden und zu denen Judith Keilbach betonte, dass in diesen Dokumentarspielen ausschließlich Männern Geschichtsmächtigkeit zugesprochen wurde und dass es, Zitat, zudem kein Zufall sei, dass ausgerechnet der Nationalsozialismus mehrfach in westdeutsch-österreichischen Koproduktionen bearbeitet wurde. Schließlich handelt es sich bei der nationalsozialistischen Vergangenheit um eine gemeinsame, gewissermaßen koproduzierte Geschichte. Zitat Ende. Das vorausgestellt zum Fernsehspiel, um das es gehen soll. Das Fernsehspiel an der schönen blauen Donau, wir sehen es noch nicht, aber es kommt dann gleich der erste Ausschnitt, von Franz Hiesel, das 1965 nach einer Idee von Helmut Anditsch, der heute auch schon kurz in einem Nachspann aufgeblitzt ist, von der Wiener Fernsehproduktionsfirma Heinz Scheiderbauer im Auftrag des NDR produziert und am 3.5.1966 erstmals im österreichischen Fernsehen gesendet wurde, behandelt die Tage und Ereignisse um den Mord an Engelbert Dollfuß am 25. Juli 1934 durch österreichische Nationalsozialisten.
Es reinszeniert das historische Ereignis mittels einer fiktiven Handlung und setzt dokumentarische Elemente zur Authentisierung ein. So wird zu Beginn in einem dokumentarischen Vorspann mittels Voice-Over, Zeitungsausschnitten und Fotografien sowie Archivfilmaufnahmen eine Einführung in das historische Setting gegeben, in dem sich die fiktive Handlung abspielen wird. Die Handlung dreht sich vor allem um das junge heterosexuelle Paar Tini Gasser, gespielt von Christiane Hörbiger, und Franz Schantl, gespielt von Hans-Peter Musäus. Tini stammt aus sozialdemokratischem Elternhaus. Franz ist seit kurzem in einer nationalsozialistischen Gruppierung organisiert, was für Streit zwischen den beiden sorgt. Antisemitismus wird anhand der Figuren des Alteisenhändlers David Redlich, gespielt von Emil Feldmar, und seiner Ehefrau Frau Redlich, deren Vorname unbekannt bleibt, gespielt von Alice Lach, verhandelt. Das mit einem sprechenden Namen versehene Ehepaar, sie sind redlich im Vergleich zu anderen in der Sendung auftretenden Charakteren, bietet Anlass, Antisemitismen in Österreich vor 1938 und dazu mögliche Positionierungen aufzuzeigen. Auch wird am Beispiel von Frau Redlich der nationalsozialistische Massenmord an Juden und Jüdinnen angedeutet. David Redlich kommt eine zentrale Rolle für einen Teil der Handlung zu, die allerdings fast ausschließlich passiv angelegt ist. Er ist zunächst der Willkür von Polizei und Nazis ausgeliefert und nach seinem Tod lediglich als eine Figur präsent, die in Gesprächen thematisiert wird. Diese ungleiche Handlungsmachtverteilung drückt sich auch in den Blickbeziehungen mehrerer Szenen aus. In einer Szene, die zeige ich jetzt gleich, blicken die den putschplanenden Nazis und jetzt hier der Geschäftsmann Josef Wontrak, gespielt von Fritz Mulia, und der deutsche Sturmbannführer, der angereist ist, vom Fenster herab auf das Lager Redlichs. Hier nimmt die Kamera vorerst die Perspektive der Nazis ein, die Redlich beobachten. Jetzt bin ich gespannt, was es so geht. Mit dem Ton zum Beispiel. Aufgedreht. Da. Geht bei euch kein Signal an? Schlecht. Hab ich gut gemacht. Also alles aufgedreht. Das ist auf. Der war gehen. Du mal raus. Nein. Das ist aktiv und hier? Das ist auch. Okay. Der Quicktime kann es nicht abspielen. Kann es nicht abspielen. Ich kann es. Okay. Ja, es ist ein bisschen unglaublich schade, natürlich, aber ich werde jetzt etwas versuchen. Die Gewehre sind in den besten Händen, bitte. Ajut, gut was, ein besseres Versteck hätten nicht einmal Sie sich ausdenken können. Der Itzig geht gerade nach Haus und hat keine Ahnung, was er unter seinem Dreck verborgen hat. Zufrieden? Das war jetzt viel zu schnell. Okay, den sieht man nicht mehr. Der Deutsche sagt dann noch darauf, aus euch Österreichern wird man nicht schlau, eine Mischung von Genialität und Schlamperei. Die Einführung der Figur des David Redlich erfolgt so aus der Perspektive der Nazis, sowohl visuell als auch im Dialog. Der Dialog ist auch über die Frage der ungleichen Blick- und Sprechpositionen hinaus aufschlussreich. Anhand des Sprechens über einen Juden wird das Verhältnis zwischen Deutschen und ÖsterreicherInnen verhandelt. Einerseits schafft der Verweis auf ein gemeinsames anderes Zusammengehörigkeit, andererseits werden die Rollen und Zuschreibungen zwischen ÖsterreicherInnen und Deutschen differenziert. Der Österreicher Wontrak ist gegenüber dem deutschen Sturmbannführer zwar in einer unterlegenen Position, sein Einfall, aber die Waffen beredlich zu verstecken, bringt ihm die Anerkennung und Bescheinigung von Genialität durch den Deutschen. Wontraks Behauptung, ein besseres Versteck hätten nicht einmal Sie sich ausdenken können,
impliziert die Annahme einer Superiorität des Deutschen. Gleichzeitig wird betont, dass die Deutschen es ja auch nicht hätten besser machen können, womit die ÖsterreicherInnen vielleicht doch die besseren Deutschen seien, zumindest was den Antisemitismus betrifft. Im TV-Spiel gibt es wiederholte Anspielungen auf den Holocaust. Neben der Thematisierung der Ermordung von Frau Redlich später im Konzentrationslager Mauthausen, auch in einer weiteren Szene, die dann auch total natürlich auf den Dialog aufbaut und so. Aber ich werde es jetzt einmal noch kurz probieren. Da habe ich nämlich nicht einmal den ganzen Dialog abgetippt. Ja, aber da kommt wirklich tück, tück, tück. Na, der QuickTime kann das, den AVI-Container nicht öffnen. Also und den. Aber es stimmt, dass, also wenn das Tick, Tick, Tick nicht kommt, also. Aber es kommt. Die Klinke selber kommt schon, das Tick, Tick, Tick ist ausgeschalten. Okay. Also. Ja, naja, man kann also jetzt nichts machen, ne? Also, ich kann noch. Ist erwischt. Nein, ist noch nicht deaktiviert. Du hast es mit QuickTime versucht. Ja, QuickTime bräuchte ein Update, also übrigens. Ja. Bleiben sozusagen ruhig und es ist bewundernswert, wie du das jetzt trotzdem weiterführst und wir lassen uns jetzt auch Zeit, glaube ich. Also, ja, ich werde jetzt wieder improvisieren. Die Szene, die ich zeigen wollte, also es geht darum, David Redlich hat dann, also er findet diese Gewehre, die für den Putsch in seiner Werkstatt versteckt sind. Gleichzeitig wollen die Nazis die holen und er wird dann erschlagen und liegt dann in diesem Schuppen der Nazis blutend am Boden. Die Nazis besprechen und dann kommt Christiane Hörbiger hinein, weil sie eben mit diesem Franz, das ist jetzt Franz, der im Bild ist, liiert ist und ihn gesucht hat und kommt gleich rein. Ja, die streiten noch, weil der Otto hat eigentlich den David Redlich erschlagen und möchte es dem Franz anhängen und er möchte da nicht zuständig sein. Ja. Genau. Sie kommt rein, fragt quasi, was los ist, sieht ihn und sagt, oh Gott. Und er bringt sie eben wieder raus aus diesem Raum der Nazis. Und dann kommt ein Dialog zwischen Tini Gasser und Franz Schantl. Wo sie sagt, das wäre eh viel zu lang gewesen. Was um Himmels Willen ist passiert, Franz? Wie ist denn das geschehen? So gib mir doch eine Antwort. Da stimmt doch etwas nicht. Was hast du damit zu tun? Nichts. Nichts. Ein Mensch verblutet in eurer Gesellschaft und du willst damit nichts zu tun haben? Du kannst mich doch jetzt nicht wieder auf die Straße schicken, gute Nacht sagen und mich einfach laufen lassen. Warum denn nicht? Ich habe den Mann sofort erkannt, das war der Redlich, wie kommt der zu euch in den Schuppen? Ein Unfall, mehr weiß ich auch nicht, bedauerlich, aber doch kein Grund, dass du dich so alterierst. Das war jetzt total unsynchron, das war auch nicht so geübt. Okay, also der wichtige Satz war, ein Mensch verblutet in eurer Gesellschaft und du willst damit nichts zu tun haben.
Wenn die Figur des David Redlich auch für die im Nationalsozialismus ermordeten Juden und Jüdinnen steht, kann dieser Dialog als Verhandlung möglicher Handlungsweisen der nichtjüdischen Bevölkerung Österreichs gelesen werden. Franz vorgegebenes Nichtwissen bzw. nicht so viel wissen wollen ist im Kontext der Handlung als Lüge erkennbar und wird von Tini im Laufe des Films auch als solche entlarvt. Sie stellt Franz' Behauptung, dass er nichts mit dem Vorfall zu tun habe, in Frage, allerdings nicht aufgrund der Tatsache, dass er tatsächlich involviert war, was sie ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, sondern allein deswegen, weil er, ebenso wie sie, den sterbenden David Redlich gesehen hat. Ein Mensch verblutet in eurer Gesellschaft und du willst damit nichts zu tun haben. In Bezug auf Geschlechtercodes ist bezeichnend, dass dieses nachhaltige, kritische Nachfragen und Mehrwissenwollen im Fernsehspiel von einer jungen österreichischen Frau, die einem sozialdemokratischen Umfeld zugeordnet wird, übernommen wird. Damit unterscheidet sich ihre Position von den Positionen der anderen und älteren Ehefrauen. In einem Dialog zwischen Tini Gasser, ich mache das jetzt trotzdem noch einmal so, und Frau Wondrak, also Frau Wondrak ist eben die Frau des Nazis, Fritz Mulier, Herr Wondrak, kommt es zu einer Konfrontation dieser unterschiedlichen Positionen, die von Frauen eben dargestellt werden. So. Also eben Tini kommt zu Frau Wondrak, und sucht, also fragt eben, wo der Franz ist. Und Frau Wondrak sagt, die Männer haben was Besseres zu tun, die sitzen im Wirtshaus. Ich wollte eigentlich nur fragen, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sagt sie, nehmen Sie Platz, Fräulein Gasser. Danke, Frau Wondrak, ich habe Angst, dass was passiert. Ich warte jetzt ein bisschen. Ah, wie ich so alt war wie Sie, da habe ich auch die ganze Nacht kein Auge geschlossen, weil mein Mann im Wirtshaus war. Wie geht es dem Herrn Redlich? Schlecht, dem Redlich? Ja, nach seinem Unfall. Unfall, der Redlich ist doch abgängig. Abgängig? Aber nein, Frau Wondrak, das stimmt ja nicht. Aber wenn ich Ihnen sage, dass er abgängig ist, Fräulein Gasser, dann müssen Sie mir schon glauben. Seine Frau war doch heute hier und hat das selber erzählt. Die wird es ja wissen. Ja, die muss es wissen. Na also, es wird so viel rumgetratscht. Die Leute wollen immer alles besser wissen als die eigene Frau. Wo ist der Mann, Frau Wondrak, wo ist der Franz, in welchem Wirtshaus? In der Traube, aber die haben einen Kameradschaftsabend, da passen wir nicht hin. Entschuldigen Sie, Frau Wondrak, aber ich muss sofort hin. Aber nein, so bleiben es doch, Frauen gehören da nicht hin. Tini Gasser, Christiane Hörbiger, hat hier die Position der Beunruhigten, derjenigen, die sich nicht zufrieden gibt mit einfachen Erklärungen. Frau Wondrak, gespielt von Lotte Lang, dagegen versucht die Beunruhigung aufzulösen in der Weitergabe von Erfahrung einer älteren, verheirateten Frau an die Jüngere. Wie ich so alt war wie sie, da habe ich auch die ganze Nacht kein Auge geschlossen, wenn mein Mann im Wirtshaus war. Die Beunruhigung wird dadurch auf die Sorge um den Ehemann reduziert. Tini Gasser geht es aber zumindest auch um den Zustand von David Redlich. Die diesbezügliche Beunruhigung und das Nachfragen wird von Frau Wondrak mit Tratsch und dem Einmischen in die Angelegenheiten, in die Ehe anderer Leute assoziiert. Frau Wondrak existiert im Fernsehspiel nur als Ehefrau, weder hat sie einen eigenen Namen, noch ist sie fähig, Gegebenheiten außerhalb des Paradigmas der Ehe oder der heterosexuellen Paarbeziehung zu interpretieren. Das Einmischen Tini Gassers bedeutet schließlich und dann im weiteren Verlauf des Films auch ein Eindringen in die männlich konnotierte öffentliche Sphäre des Gasthauses, etwas, das Frau Wondrak ablehnt, denn Frauen gehören da nicht hin. Wie Frau Wondrak werden auch die anderen beiden Ehefrauen, Frau Schantl und Frau Redlich, gezeichnet. Sie geben sich schnell mit einfachen Argumentationen zufrieden und sind zögerlich im Einmischen in die Angelegenheiten ihrer Ehemänner. Ja. In der Radio- und Fernsehzeitschrift Hör zu wurde zur österreichischen Erstausstrahlung ein Interview mit dem Drehbuchautor Franz Hiesel geführt, in dem dieser auf einzelne Figuren und insbesondere die Frauen eingeht. Auf die Frage, ob er bewusst typisiert habe, antwortet Hiesel, Zitat, ja natürlich, jede Figur soll im Grunde Repräsentant einer jener vielgestaltigen politisch engagierten Schichten sein. Die älteren Frauen sind in ihrer Interesselosigkeit für das Geschehen um sie herum, in dessen Strudel sie schließlich auch geraten müssen, typisch. Die anhaltliche wirtschaftliche Misere hatte sie nicht etwa zur Anteilnahme an Politik gebracht. Im Gegenteil, ihre Maxime war, die Männer werden es schon richten. Zur von Christiane Hörbiger gespielten Tini Gasser meinte Hiesel, Zitat, sie ist als einzige politisch interessiert, eine Folge ihrer Erziehung und auch ihrer Liebe zu dem nazischwärmerischen Franz, dass sie am Ende einen Straßenbahner heiratet, soll im Übrigen andeuten, dass sie sich weiterhin in sozialistischen Kreisen bewegt hat, Zitat Ende.
Hiesel gendert also die verschiedenen Positionen in der Zwischenkriegszeit bzw. während des Austrofaschismus deutlich. Der Opportunist, der sich in jedem System auch beruflich richten kann, den wir jetzt nicht gesehen haben, ist männlich, wie im Übrigen auch der Herr Karl. Die politisch Desinteressierten sind weiblich und älter. Eine positive politisch aktive Figur ist weiblich und jünger konnotiert, funktioniert als Figur, aber nur über männlich kodierte Bezugspunkte. Tini Gassers politisches Engagement argumentiert Hiesel ausschließlich über ihren Bezug zu Männern, zum Vater, zu Franz, zum späteren Ehemann. Der Verweis auf ihre Erziehung bedeutet im Kontext des Films eben die Erziehung durch ihren Vater, übrigens gespielt durch Attila Hörbiger, auch der quasi reale Vater. Ihre Mutter ist im Film abwesend, über ihren Verbleib erfahren die Zuschauerinnen nichts. Auch, also man könnte viel noch erzählen über diesen Film. Anders als Hiesel im Interview lässt der Film offen, woher Tini Gassers Antrieb zum Handeln stammt. Es ist zwar ein von der Sorge um andere Personen, also um David Redlich angetriebenes Handeln, das einem traditionellen Weiblichkeitsbild der aufopfernden, fürsorglichen Frau oder auch Mutter zugeordnet werden könnte, führt jedoch in seiner Konsequenz darüber hinaus zu einer Einmischung in männlich konnotierte politische Sphären. Die Ermordung eines Juden ist ein Grund, sich einzumischen, nicht wegzusehen, sich unpassend zu verhalten und neue Orte zu betreten, könnte eine mögliche Sinngenerierung von An der schönen blauen Donau sein. John Ellis hob die Potenziale der fiktionalen Formate des Fernsehens gegenüber seinen dokumentarischen hervor. Er schrieb, Zitat, das Drama trägt entscheidend dazu bei, die Effekte der brutalen Unterteilung der Welt in eine Reihe von Sees zurückzunehmen und zu verändern. Zitat Ende. Für An der schönen blauen Donau kann festgehalten werden, dass hier im Gegensatz zu allen untersuchten Dokumentationen, also von mir, also der 60er Jahre, kein österreichisches Wir hergestellt wird, dem ein Sie gegenübergestellt werden könnte. Außerdem wird eindeutig eine Subjektposition des Einmischens und Nachfragens aus Gründen der Solidarität und Sorge präferiert. Resistance against the Third Reich does entail crucially the recognition of human bonds with the other, schreibt Michael Geier in seinem Text Resistance as Ongoing Project. Es gehe um die Responsibility for one's neighbor, um Politics of Human Solidarity und um Efforts to establish bonds between people. Eine Widerstandskonzeption basierend auf Solidarität und einem Nicht-Wegschauen-Wollen bei antisemitischen Gewaltverbrechen ins Fernsehen einzuführen, benötigt offensichtlich in An der schönen blauen Donau eine weibliche Protagonistin. Die Geschlechterkodierung der widerständigen, sich einmischenden Figur als junge Frau ist eine andere als in der Mehrzahl der Dokumentationen, die Widerstand durch mehrheitlich militärische und oder politische Funktionen besetzende Männer repräsentieren. Wenn auch das Fernsehspiel an dem Punkt nicht weitergeht als die Dokumentationen, an dem es Juden und Jüdinnen im Gegensatz zu anderen Figuren keine aktive und handlungsmächtige Position zuweist und somit darauf verzichtet, eine Position jüdischen Widerstandes anzudeuten, unterscheidet es sich in vielen Aussagen und Strategien doch wesentlich vom dokumentarischen österreichischen Geschichtsfernsehen seiner Zeit. So ist in An der schönen blauen Donau ein wesentliches Motiv zu handeln eben eine antisemitische Gewalttat, und nicht wie in den Dokumentationen der drohende Verlust der Eigenstaatlichkeit Österreichs. Antisemitismus in Österreich vor 1938 wird thematisiert und sowohl österreichischen Nationalsozialistinnen zugeschrieben, als auch einem über alle politischen Regimewechsel hinweg tätigen opportunistischen Polizeibeamten. Nicht zuletzt wird in An der schönen blauen Donau auch ein anderes Bild des austrofaschistischen Regimes gezeichnet. Für ein Fernsehspiel, zu dem Helmut Anditsch die Idee hatte, ist es vor allem deswegen auffällig, weil er in anderen Sendungen eine Definition des austrofaschistischen Regimes als Widerstand gegen den NS impliziert. Ein möglicher Grund dafür, dass in fiktionalisierten Formaten wie dem hier analysierten Beispiel mehr und anderes sagbar ist als in den dokumentarischen Formaten, könnte darin liegen, dass die Fernsehspiele und Filme nicht dem großkoalitionären geschichtspolitischen Aushandlungsprozess unterliegen, an dem sich die oft zu offiziellen Jubiläumsdaten produzierten dokumentarischen Formate zu orientieren scheinen. Ein weiterer Grund für die Abweichung der Geschichtsnarrative in diesem Fall dürfte sein, dass das von einem österreichischen Regisseur, österreichischen Drehbuchautor, österreichischen SchauspielerInnen und einer österreichischen Produktionsfirma hergestellte Fernsehspiel im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks produziert wurde. Das legen auch Äußerungen des Drehbuchautors und damaligen Chefdramaturgs der Hörspielabteilung, eben Franz Hiesel, nahe. Laut Hör zu kam es zudem zu einer Verzögerung des österreichischen Ausstrahlungstermins, also es ist erst ein Jahr später gelaufen, was sehr ungewöhnlich war, weil oft weil oft gleichzeitig mit den deutschen Fernsehpremieren die Fernsehspiele auch im ORF gesendet worden sind.
Das überspringe ich hier. Ich komme schon zum letzten Satz. Letzter Satz. In welchen televisuellen und gesellschaftlichen Kontext das Fernsehspiel hineinsprach und der, wie wir eben am Beispiel Hugo Portis auch gesehen haben, bis heute wirkungsmächtig ist, verdeutlicht letztendlich auch die offenbar notwendige Erklärung in der Presse. Diese schreibt am 10.05.1966 über An der schönen blauen Donau, Zitat, der Titel ist ironisch zu verstehen. Danke. Vielen Dank für den Vortrag und auch für die sozusagen kreative, performative Behebung der technischen Probleme. Ich möchte kurz erwähnen, dass wir eigentlich einen strengen Zeitplan haben, aber ich denke auf jeden Fall, dass 10-Minuten-Diskussion möglich ist, bis dann das Abendprogramm beginnt. Ich habe sozusagen von Béla Raschki den Auftrag, dann schon abzuschließen, aber ich möchte nun die Diskussion eröffnen und Sie bitten, die Vortragenden zu fragen oder zu kommentieren. Sigi Martl, bitte. Vielleicht eine etwas abseitige Bemerkung dazu, aber es liegt sehr nahe, nach den Vorträgen noch einmal nachzudenken darüber, was Fernsehen ist im Unterschied vom Kino. Ja? Also und zwar vor allem möchte ich das über die Frage der handelnden Personen vielleicht diskutiert haben. Wir begegnen, Trelli hat das ja auch wunderbar in seinem Vortrag untergebracht und wir haben das in den anderen Beiträgen auch gehört, wir begegnen sozusagen einem Personal, das in vielfachen Rollen auftritt und das zum Unterschied von Filmschauspielern kontinuierlich im Fernsehen präsent ist. Ich meine damit eine Figur wie Waldbrunn, der so, also für die, die mit dem österreichischen Fernsehen nicht vertraut sind, die wichtigste Person des österreichischen Kabaretts neben Karl Farkasch ist, für 2,5 Jahrzehnte, denke ich. Wenn man sagt, Fernsehen wäre so ein panoramatisches Medium mehr, ja? Was bedeutet es dann, wenn man diesen Personen, was für eine Bannung, möchte ich auch sagen, ja, ist möglich, wenn man diesen Personen, Kabarettisten, jetzt als jüdischen Flüchtlingsrückkehrer begegnet? Welche, sind das Paradoxien oder funktioniert das so wie mit den Charakteren im Film oder ist das was anderes? Auf die Waldbrunn-Frage kann ich, glaube ich, gleich eingehen. Also es ist eben autobiografisch, dieses Stück von Waldbrunn, das er eben selber geschrieben hat, indem er selber die Hauptrolle spielt, indem er aber auch sich selber insofern verkörpert, als er der Komiker ist auf der Szene. Das heißt, man sieht auch verschiedene Szenen am Anfang, wo er diesen Komiker gibt, in der wir ihn, glaube ich, auch als diesen Kabarettisten mit Karl Farkasch und im Fernsehen kennen, zu den Bilanzen oder was auch immer. Regelmäßig und insofern ist es, glaube ich, diese Tragikomödie, die sich hier irgendwie sehr gut zusammengeht und die hier aber auch kritisiert wird im grundsätzlich im Fernsehspiel. Also es wird schon, Waldbrunn fragt dann am Schluss, na, was hätte ich denn machen sollen, also in so einer Pattsituation, in der er sich befindet. Was hätte denn das Publikum gesagt, wenn ich jetzt hier abgebrochen hätte und gegangen wäre und meine Emotionen rausgelassen hätte? Und na, die Reaktion, die dann kommt, auch ist so, das Publikum hat auch gesagt, drehen wir nicht drüber, machen wir weiter mit dem Kabarett, lachen wir weiter. Also es ist hier, finde ich schon, auch von Waldbrunn und von Wienewitz eine Kritik generell an der österreichischen Gesellschaft auch, die jetzt hier als Publikum auch angesprochen wird. Und es geht dadurch auch sehr gut zusammen, weil er als Kabarettist auch auftritt im Stück selber. Und ich glaube, dadurch hat sich natürlich auch dieser grundsätzliche Erfolg der Flucht erstmal begründet, auch wenn es kein langfristiger Erfolg war. Also Farkasch hat das dann selber auch im Theater gespielt. Das war monatelang ausverkauft, musste in ein größeres Theater verlegt werden. Das Publikum ist reingeströmt, aus welchen Gründen auch immer. Eher wahrscheinlich aus den Gründen, weil sie Waldbrunn sehen wollten, als tatsächlich das Stück. Aber es hat funktioniert für 1966. Mhm. Die anderen beiden vielleicht angesprochenen zur Frage? Film, Fernsehen? So. Mhm. Also... Oder zu dem Personal, also
eben, also ich habe es ja eh öfter gesagt, dass ich habe mich ja vor allem mit dem dokumentarischen Fernsehen beschäftigt und antworte jetzt vielleicht auch auf der Ebene oder so, also wo das halt in den 60er Jahren sehr augenfällig ist, dass es auch, und das ist jetzt auch schon sehr aufgefallen in diesem Panel, diese Autorität Helmut Anditsch gibt, die dann in unterschiedlichen Funktionen auch auftaucht, also der selber Filme macht und dann aber auch zur Authentisierung herangezogen wird, weil er so eine eben, also historische Autorität darstellt. Und auf anderen Ebenen im dokumentarischen Fernsehen gibt es dann auch noch, wo nämlich wo es anfängt mit Zeitzeuginnen im TV und wo das tendenziell, wo man die Leute, die gleichen, wieder trifft. Und das, die dritte Ebene, die mir einfällt dazu, ist, das, also das ist ja generell so eine, also im frühen Fernsehen, das, also zum Beispiel, es gibt diese Sendung Zeitgeschichte aus der Nähe, wo der Hans Thiemig, also aus einer Schauspielerfamilie und aus einem Theaterkontext eben so als Geschichtenerzähler auftritt und wo ich mir denke, dass es generell auch so eine Überschneidung gibt von, also dieser Felder im frühen Fernsehen, von, also personell jetzt von Theater und Fernsehen. Und Theater und Rundfunk würde ich gern noch dazu fügen. Also ich glaube, es geht da ja wirklich, könnte man gerade an diesem Personal, wie du es genannt hast, sozusagen diese Verschmelzung dieser verschiedenen kulturellen Felder, Theater und auch medialen Felder, Theater, Rundfunk, also Radio und Film, dann zu diesem paradigmatischen 70er-Jahre-Modell des sich wirklich durchgesetzt habenden Fernsehens anschauen. Mhm. Ich glaube, es war noch Judith Keilbach dran. Entschuldigung. Ja. Ja, vielen Dank für die Vorträge. Ich finde es wirklich extrem produktiv, diese Vielfalt, also es geht jetzt auch an die Organisatoren, die Vielfalt von Produktionen hier vorgeführt zu kriegen in verschiedene Länder und verschiedene Jahrzehnte. Ich finde es wirklich extrem produktiv, solche Produktionen auch zu vergleichen und möchte mich gleichzeitig auch entschuldigen. Ich, nach 22 Vorträgen kann ich jetzt keine Fragen mehr stellen oder ich habe nur Fragen, aber keine kreativen Antworten. Also ich bin nicht wie René Winter, dass ich jetzt noch kreativ sein kann. Ich habe zwei Fragen. Die eine Frage ist an Eva. Du hast an einer Stelle erwähnt, bist du eingegangen auf eine internationale Ausstrahlung von dem Film über Amsterdam. Ich weiß gerade den Titel nicht mehr. Das war ein Moment, der mich interessiert hat sehr, weil ich dachte, da könnte man eigentlich noch mal genauer drüber sprechen, wie ist das mit einer nationalen Erinnerungskultur und die Spannung zu einem international operierenden Fernsehmarkt, der eben auf andere nationale Erinnerungskulturen trifft. Also da gibt es ja offensichtlich extreme Konflikte. Das würde mich, glaube ich, noch mal interessieren. Und dann für Treli, wenn ich wüsste, was ich da sagen wollte. Jägerstätte fand ich extrem interessant, dass, also deine Lesart, dass da eigentlich der Film anfängt, dass es sowas wie eine Trauerbekundung gibt, ja, obwohl die sozusagen jemand anders gilt, aber dass sozusagen der Filmemacher so eine nachgereichte Trauerbekundung, finde ich extrem produktiv. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was machst du eigentlich aus diesem Hüsteln und aus dem Niesen am Anfang? Also während dieser Trauerrede hustet ja ständig jemand und das hört sich ja fast so an, als ob sich da jetzt jemand gleich übergeben will vielleicht oder so. Also da würde mich die Soundperspektive nochmal oder die Frage von Sound interessieren. Die Frage ist eigentlich nur, weil wir den subjektiven Blick von Hitler haben, der durch Wien geht. Deine Formulierung war, ist man jetzt drin oder draußen in Hitlers Weltsicht? Also inwiefern funktioniert sowas wie ein visueller Point of View? Inwiefern kann man das eigentlich gleichsetzen oder auch nicht mit Weltsicht, Ideologie oder sowas? Ist das ein bisschen verständlich noch? Okay. Zwei kleine Fragen, genau. Wir haben Wer zuerst? Ja. Du kannst doch ganz zuerst. Okay, danke für die Frage. Das Hüsteln und Niesen, ja, ist mir jetzt auch aufgefallen. Ich würde mal so sagen, es gibt da offenbar diese Freude an der Akzeptanz der Inszenierung gegenüber unreinen Sounds. War ja ganz merklich auch die Stimmen der, waren durchwegs männliche Zeitzeugen in dem Abspann, ja.
Das ist ja teilweise ein Genuschel, das selbst ich als Ostösterreicher nicht verstehe. Ja, diese Dialekte, dieses Reden durch diese zahnlosen Munde, durch die Hitlerbärte hindurch. Ja, du verstehst kein Wort, was die sagen. Also dieser Gestus am Beginn der Kreisky-Ära, ja, Fernsehen versteht sich jetzt als eine Institution, die mitmachen muss bei dem, was Willy Brandt als mehr Demokratiewagen bezeichnet hat. Was war Kreiskys Slogan? Ein Stück des Weges gemeinsam gehen, ja, und sozusagen aufnehmen, die bisher exkludierten Stimmen. Ich würde also sozusagen das Nicht-Säubern der Atmo ein bisschen unter diesem Gestus des Fernsehen als Raum des Einbeziehens nichtbürgerlicher Artikulationsformen mit verbuchen. Ohne da jetzt gleich sowas wie Realismus drauf zu pappen, weil da schießen wir uns ins eigene Knie, wenn wir dieses Reizwort anrufen. Die andere Sache, der Point of View von Hitler, genau, das ist genau der Punkt, dass wir natürlich nicht diese Reduktion vornehmen können von Weltsicht auf visuellen Point of View. Ne? Das aber merklich die Inszenierung damit kokettiert, nicht? Und damit spielt. Willst du ein Stück des Weges mit Hitler gemeinsam gehen durch Wien? Na, schauen wir mal durch seine Augen und schauen da auf dieses Elend und so, und wo der Kleinbürger in mir auch geneigt wäre zu sagen, ja, Wahnsinn. Ne? Und wo es aber immer dieses Spiel gibt, sozusagen des Dissoziierens, also ein unmöglicher Point of View, was sozusagen im landläufigen filminszenierungstechnischen Sprech so genannt würde, ne? Ein raumphysisch unmöglicher Point of View. Und das ist ganz klar am Ende von der Sequenz, ich hoffe, das ist in meiner sehr komprimierten Beschreibung deutlich geworden, diese Distanzierung gibt, ne? Auf eine objektive Einstellung, die dann zeigt, wie der Paranoiker Hitler seine antisemitische Projektion vornimmt. Aber ja, nein, keinesfalls Reduzierbarkeit von visuellen Point of View auf politisch-moralisch-ideologischen Point of View. Andererseits auch natürlich nicht völlige Dissoziierung der beiden. Die sind sich auch nicht gleichgültig, ne? Sondern die interagieren in einer Komplexität, die ich glaube in Cortis Inszenierung da ganz gut ausgespielt ist. Danke, Eva. Ja, danke für die Frage. Das ist nämlich wirklich ein tatsächlich sehr spannendes Thema, gerade bei dieser Produktion von Der Befehl. Es gab damals in der Eurovision dieses Projekt, das hieß eben das größte Theater der Welt. Ich würde sagen, insgesamt waren 3, 4, vielleicht 5 Verfilmungen gab es tatsächlich. Man hat jeweils einen Autor ausgewählt und die Produktion sollte in ganz Europa ausgestrahlt werden, wurde aber in unterschiedlichen Fassungen verfilmt. Also der Befehl wurde tatsächlich 4-mal verfilmt. Für Österreich, Deutschland und die Schweiz wurde einmal verfilmt in Österreich. Dann gab es eine französische Fassung, dann gab es eine englische Fassung und ich glaube noch eine italienische. Für die restlichen Länder wurde es einfach untertitelt. Wie gesagt, die Niederlande haben das Projekt von Anfang an abgelehnt, sobald sie das Skript gelesen haben, und haben gesagt, eben wir haben eine andere Auffassung des Nationalsozialismus in den Niederlanden. Deutschland hat es mitproduziert. Es gab dann während der Produktion auch schon Konflikte. Das heißt, es gab ursprünglich eine Szene, wo der Heldenplatz zum Beispiel gezeigt wird. Da sollte ein Voice-Over kommen, das sagt, auf diesem Platz stand 1938 Hitler und wurde von den Österreicherinnen und Österreichern bejubelt. Das musste gestrichen werden, rauskam, das ist der Heldenplatz, einer der größten Plätze in Wien. Das ist eigentlich sehr wunderbar, ne? Man macht das einfach ganz neutral. Trotzdem hat dann der ZDF aber einen Tag vor der Ausstrahlung beschlossen, auch diese zensurierte Fassung nicht zu zeigen, weil mehrere Angriffe befürchtet wurden. Einerseits war das Argument des Direktors vom ZDF, dass es nicht kritisch genug sei gegenüber dem Nationalsozialismus. Andererseits, dass man zu wenig Fortschritte in der Gegenwart sieht bei der Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Drittens, dass die katholische Kirche Kritik daran geübt hätte, weil es zu einem Selbstmord kommt. Das heißt, aus all diesen verrückten Gründen, aber auch, ja auch, es ist nicht kritisch genug, das finde ich auch, rationalen Gründen wurde schließlich abgesagt. Und da wäre es natürlich manchmal sehr spannend, als Extraprojekt sich zum Beispiel gerade so ein Fernsehspiel herzunehmen oder generell diese Reihe und zu schauen, wie wird ein Text in Österreich verfilmt, wie wird er in Frankreich verfilmt, wie in England und wie in Italien. Also das fände ich wirklich auch nochmal spannend, diese Produktionen auszugraben aus den Archiven und sich das anzusehen. Sie an. Ja, ich glaube, dass das Buch von Lebert, Die Wolfshaut, und der Film Der Herr Karl einen Bruch der österreichischen Lebenslüge bei vielen Leuten herbeigeführt haben. Also ich habe das so erlebt. Dieser Bruch war aber nicht stark genug,
Und in dieser Atmosphäre, in dieser muffigen Atmosphäre von Österreich während der Zeit, sagen wir, bis Franz Franitzky, und da würde ich auch Kreisky nicht ausnehmen, weil da eigentlich was Geschichts-, was Konfrontation mit der eigenen Geschichte anlangt, hielt man ja fest an der österreichischen Lebenslüge, auch unter Kreisky. Ich halte, dass die eine Bemerkung ist, eigentlich keine Frage, sondern sozusagen als Zeitzeuge sage ich, wie ich das erlebt habe, dass der Ständestaat oder der klerikal-faschistische Staat, dem würde ich, da würde ich nicht nur sagen, dass impliziert wurde, dass er einen Kampf gegen den Nationalsozialismus geführt hat. Ich weiß, das ist sehr ambivalent, aber die Geschichte, die österreichische Geschichte ist halt ambivalent. Fakt ist, dass die Nationalsozialistische Partei nicht von den Sozialdemokraten verboten wurde, sondern von den Christlichsozialen. Fakt ist, und da rate ich jedem jungen Menschen, die dritte Walpurgisnacht von Karl Kraus zu lesen, dass da Sozialdemokraten darüber gefragt haben, welcher Faschismus ist denn der ärgere, und dass sie nicht, und da gibt es also noch schöne Stellen bei Karl Kraus, und das sollte eigentlich jeder Österreicher, der sich mit der eigenen Geschichte beschäftigt, lesen. Denn was ist in diesem Land und was bis heute auch ist, das sind Großparteien, die nicht in der Lage sind, die beiden großen staatstragenden Parteien, ihre eigene Geschichte, also den, nicht den Nationalsozialismus, wie wir hier reden. Der Nationalsozialismus ist ja Vergangenheit und abgeschlossen. Aber die eigene österreichische Geschichte der Zweiten Republik, den eigenen Antisemitismus in ÖVP und in SPÖ, das aufzuarbeiten und das aufzuarbeiten auch medial, aber das ist bis heute nicht geleistet worden, kann auch nicht geleistet werden, solange, meiner Meinung nach, solange diese Koalition so noch dahin dümpelt. Danke, das war jetzt ein Kommentar, ein allgemeiner Kommentar. Ich glaube, es war da hinten noch eine Frage. Danke. Der Ausstrahlung von Holocaust in England hat eine 84-jährige Frau, Holocaust-Überlebende, glaube ich, einen Herzinfarkt gehabt. Und daraufhin wurde die Frage gestellt, ob diese Sendung vielleicht doch auch gesundheitsgefährdend sein könnte, weil sie doch so schockierend sei, dass alte Leute das dann besonders schwer zu Herzen nehmen würden, im wahrsten Sinne des Wortes. Keine Frage, nur eine kleine Anmerkung. Mhm. Danke. Gibt es sonst noch Fragen? Bitte, können wir nach Hause gehen? Ich muss gestehen, ich hätte schon noch Fragen. Also ich möchte zumindest noch eine stellen. Ja, und zwar an Dreli auch wegen im Hinblick auf diese Frage der Rede und des Geredes. Ich würde dich bitten, ob du vielleicht noch einmal für die Axel Korte nicht kennen, darauf eingehen kannst, auf dieses Verhältnis von der Rede und dem Gerede, das sozusagen ja da von dir identifiziert wird als zentrale Strategie, soundpolitische Strategie, also wie dieses Verhältnis von Rede, und Axel Korte war eben eine Stimme in diesem Land, die sozusagen als Kürzel, als Instanz, du hast das kurz angesprochen, sozusagen bildungspolitische Instanz, vor allem im Radio fungiert hat, wie dieses sozusagen individuelle Stimme von Korte, also ein Bildungs-, sozusagen Wort, im Verhältnis zu dieser Gerede, Form sozusagen steht. Das worauf ich hindeuten wollte, wäre sozusagen, es wäre immer die Frage, wie wird Nationalsozialismus konzipiert, ne? In den jeweiligen Geschichtsperspektiven. Was gilt als das Übel am Nationalsozialismus? Wir kennen es heute, viele Filme sagen, Nazis sind schlecht, weil sie so unsportlich waren, ja, oder weil sie so hässlich oder was immer. Oder in Bockara erkennt man die schlimmsten Nazis daran, dass sie schwul sind, ne? Und so. Also ganz scheußliche
Konzeptionen. Bei Corti ist es insofern problematisch und da kommt das Gerede ins Spiel. Also sagen würde tendenziell Nationalsozialismus, das ist eine Form von Konformismus und von nicht authentisch du selbst sein. Und darum habe ich gemeint, es gibt sozusagen diese Entgegensetzung seiner Stimme, die er in die Jägerstädter Stimme projiziert. Und dieser Film, der Fall Jägerstädter, das ist aus den Ausschnitten vielleicht nicht so herausgekommen, aber das sind Rededuelle vor allem, wo dieser Bauer sich hinstellt und seine einfachen, moralischen, christlich motivierten Wahrheiten sagt. Und ich sage das sehr stur und ich sage da in diesem Gestus des Märtyrers, ich bezeuge das und so weiter, ich mich diesem ungerechten Krieg nicht anschließen kann. Und da geht er bis zum Schafott. Und sozusagen Corti, diese moralistische Stimme eines moralisierenden Mandarins, nicht? Also als eine Form, in der 1970 in Österreich diese Form der Vergangenheitsbearbeitung möglich ist, die stellt sich nun dem Gerede entgegen. Und da gibt es diese eigentümliche Gleichung, Nationalsozialismus ist primär der Konformismus des borniert Dahingesagten. Nicht? Und das ist die Entgegensetzung. Also, und darum habe ich gemeint, nicht von ungefähr macht er eine Freud-Biografie über den jungen Freud. Und das ist auch etwas, was in diesem Wohin und Zurück, in dieser Wohin und Zurück-Trilogie, wo dann der dritte Teil, der erfolgreichste als Welcome in Vienna, auch im Kino ausgewertet worden ist, wo der 1938 aus Wien vertriebene junge Wiener Jude zurückkommt in amerikanischer Uniform nach Wien und vor allem auch hier wieder auf so wienerisches Gerede und Heuchelei und so und Wiener Schmäh, der in dem sich gewisse nationalsozialistische Ideologeme fortsetzen. Also das wäre sozusagen ja die Bühne, die Geschichtsbühne, die Corti errichtet, sagt, hier kämpft die individuelle Stimme der Moralität gegen das Gerede, genau. Das für mich die Form ist, in der der Nationalsozialismus sozial wirksam wird. Ja, vielen Dank. Du hast das jetzt nochmal sozusagen für mich geklärt, nochmal deutlicher gemacht. Interessant vielleicht dazu zu fügen ist, dass ich eben im Zuge dieser Selbstreflexivität des Mediums, die ich mir auch angeschaut habe zum Beispiel, hinzufügen möchte, dass nach der Ausstrahlung von diesem Jägerstädter Film sofort nachher, und da könnte man sagen, das Fernsehen sozusagen selbst als Medium sozusagen schreibt ja die eigene vergangenheitspolitische Rede über Jägerstädters Intentionen drüber. Danach kommt nämlich eine Sendung mit dem Titel Ich bin der Meinung, also das berühmte Kreisky-Zitat, das eben eine damals sehr neue und frische Sendeform war, um Eigenproduktionen zu besprechen im Fernsehen. Und da waren dann Zeitzeugen ebenso geladen wie eben das Publikum, die Fernsehzuschauerinnen, um über den Film zu sprechen und gleichzeitig über das, was der Film verhandelt. Und insofern denke ich eben schon, dass diese Frage des Redens, der Rede und des Geredes auch auf der Ebene des Medialen selbst und der Veränderungen, ich glaube, das ist eben auch hier sehr gut rausgekommen heute schon, die Veränderungen des Medialen selbst, die eben auch den vergangenheitspolitischen Diskurs somit verändern sozusagen und mit definieren. Ja, das war jetzt keine Frage, sondern nur eine Assoziation. Ich bin der Meinung, so wurde es zeitgenössisch rezipiert. Das ist schon 1971, heißt die Sendung so. Ja, ich bin der Meinung. Ja, eben, das ist ja. Ist da der kreiskische Saga schon so kanonisiert, 1971? Nein, also das ist jetzt nicht unbedingt, vielleicht ist nicht belegt sozusagen, okay. Inwieweit dieses. Das ist ein Stück österreichischer Polit- und Medienfolklore geworden. So wie du geworden, jetzt diesen Satz folkloristisch verwendet hast, es ist eigentlich eine Selbstthematisierung, das Publikum, das Fernsehpublikum als Bürger spricht sozusagen. Okay, zum Fernsehen, okay. Ja. Genau. Ja. Gibt es noch Fragen? Ich will nicht. Wenn es in dem Sinn jetzt keine Fragen gibt, würde ich ganz gern noch auf einen ganz wichtigen Punkt hinweisen, der, glaube ich, auch für die wichtig ist, die nicht mit diesem österreichischen Fernsehen so verknüpft sind, nämlich diese Frage des Archivs. Ich glaube, das, was wir heute gehört haben, war wirklich was ganz Besonderes. Es gibt bisher sehr wenige Arbeiten, die sich wirklich schon damit beschäftigen, sozusagen mit diesen, vor allem mit diesen Spielfilm- oder Fernsehspielarbeiten. Und diese Archivgeschichte war über Jahrzehnte, und das schließt dann das an, was der Herr da gesagt hat, sozusagen eben auch eine, die eine Geschichte des Ausschlusses war vom Publikum und von einer wissenschaftlichen Öffentlichkeit.
Und ich kann nur sozusagen hoffen, dass auch die Tatsache, dass wir jetzt hier sitzen, an diesem Ort sozusagen zu einer produktiven, in irgendeiner Form produktiveren Weiterentwicklung sozusagen der wissenschaftlichen Arbeit auch an diesen fernsehgeschichtlichen Dokumenten und an diesem Material dazu führt und dazu beiträgt. Ja, ich möchte jetzt angesichts der Tatsache, dass auf Sie jetzt alle ein schöner Abend wartet am Heurigen, wo Sie, glaube ich, mit einem Bus gemeinsam hingebracht werden, der um 6 Uhr vor der Tür steht, sozusagen hier jetzt schließen und mich nochmal ganz herzlich bei den Vortragenden bedanken. Und Sie daran erinnern, dass Sie eben Ihre Sachen mitnehmen und sich, glaube ich, jetzt dann gemeinsam alle vor der Tür treffen. Und ich denke, ja, jetzt kommt der spaßige Teil, sozusagen nach dem langen Tag und dem vielen Vortrag. Ja, Karl gesagt hat. Okay, also in English, we all now go to the wine tavern, as was already announced. There will be a bus waiting for us at 6 o'clock in front of the house. We will wait just a little time because we don't have too much time to the car doesn't have it, or the carriage doesn't have too much time to stand there. So please be punctual, at least 5 minutes late. That's all I can give you. You are all invited. Doesn't matter if you participated, discussed, and so on. The mayor of Vienna is very generous, and he invites you. Thank you. No.